Flizzy Mizzy, Flizzy. Ist mit Smoke Purp, okay? Crazy shit. Da bin ich jetzt mal gespannt. Produced von Symes. Wow. Wow. Bless your trap. Secret Soul. SEK in meiner Wohnung, diese Hurensöhne, sie ziehen ihre Schuhe nicht aus. Hater von der Straße, sie können weiter labern, doch du weißt, ich sage niemals aus. Deutscher Rap sind alles Wannabes, ein Tag in meinem Leben und du machst Suizid. Mein Leben ist mit deinem Bein im Knast und mit dem anderen in einer Hotelsuite. SEK in meiner Wohnung, diese Hurensöhne, sie ziehen. Es ist halt einfach Flair, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Digga, das ist einfach Flair. Das ist. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ne? So. Das ist, glaube ich, bei fast jedem Künstler bei mir so, ne? Ich bin da echt anstrengend. So zum Beispiel ein Kontra K. Ich habe die einzelnen Songs, die Singles und so weiter übel gefeiert. Das Album habe ich, glaube ich, einmal durchgehört und dann war es das auch, ne? Ich habe meine Songs rausgepickt und das war gut so. Beim Flair-Album dasselbe. Ich habe das ganze Album nicht nochmal anhören können, weil mir dafür, ich kann mir halt nicht stundenlang den gleichen Style reinziehen. Das ist nicht mein Ding, ne? Aber jetzt nach ein bisschen Zeit, ne? Ich weiß nicht, wie lange das Album jetzt her ist. Finde ich das wieder cool. Finde ich das wieder erfrischend. Sie ziehen ihre Schuhe nicht aus. Hey, da vorne der Straße, sie können weiter labern, doch du. Und da. Ich wollte gerade sagen. Okay, da war echt gut. Ich wollte gerade sagen, es gibt so viele Leute, die sich beschweren, dass gewisse Künstler immer gleich klingen. Und dann steht hier jemand, schreibt hier jemand, Junge, was erwartet ihr? Das ist Flair. Soll er jetzt wie Beyoncé singen? Oder was normal, dass alles, ist doch normal, dass alles gleich anhört. Ja, exakt, richtig. Das denke ich mir halt auch immer, ne? Was erwarten denn die Leute? Ich meine, man kann Abwechslung bieten. Ich finde, Shindy zum Beispiel hat sehr viel Abwechslung geboten. Aber er ist trotzdem sich selbst treu geblieben, ne? Weiß, ich sage niemals aus. Deutscher Rap sind alles Wannabes. Ein Tag in meinem Leben und du machst Suizid. Mein Leben ist mit deinem Bein im Knast und mit dem anderen in einer Hotelsuite. Hotelsuite, der Blick ist Panorama. Dicke Eier, Junge, kein Veganer. Wir schmeißen Profis in den Stream und schreien zu. Bo, wir schmeißen Profis in den Stream und schreien zu. Bo, wir schmeißen Profis in den Stream und schreien zu. Bo, denn keine Zeit für Hater, Bruder, denn ich muss los. Ricky, haut mal Liebe in den Chat. Leute, Liebe in den Chat. Liebe in den Chat. Liebe in den Chat. Deadmaster, Alter, vielen Dank für die 50 Euro. Jetzt bist du bei 2189. Danke, Mann. Nein, ich habe von MGK Candy noch nicht gesehen oder gehört. Also doch, ich habe das Album mir doch angehört. Das ist doch auf dem Album, oder nicht? Ich glaube, dann habe ich es gehört. Aber müssen wir nochmal gucken, ob ich das, ob ich mich daran richtig erinnere, ne? Wie Adriana, fix ihn nur, damit ich einmal da war. Früher Ghetto, heute Global Baller. 030, mein Leben keine Vorwahl. Mein bester Freund ist eine Desert Eagle und dein bester Freund ist nur der Johnny Walker. Billy Wilder, wo ich wohne, warte mit der Uzi hinter einer Schale. Yeah. Boah, ich freue mich so, wenn ich ein Auto hab. Es sieht ja gut aus, Leute. Es sieht ja gut aus, dass ich bald ein Auto hab. Nach 12 Jahren wieder oder so. Keine Ahnung, wie lange ich kein Auto hatte. Ey. So eine Musik will ich im Auto pumpen. Tempelhof ist meine Jungs egal, ob man den Flizzy Flavor auch im Radio spielt. Lebe wirklich dieses Beatlife, ah. Der AMG darf nicht geleased sein, ah. Die ganze Nacht bist du am Ballern und am Morgen schickst du mir dann freche DMs, ah. Gangster-Rap, ich bin der Ingenieur. Hör mich, wenn ich diese Kiddies sir. Plötzlich habt ihr alle Amnesie. Wer Straßenrap gemacht hat, gib ihn wieder her. Kennex machen auf Latino, ah. Alles euch da wie Campino, ah. Kommerzielle Hurensöhne, doch ich gehe meinen Weg, so wie Kalito, ah. SEK in meiner Wohnung, diese Hurensöhne, sie ziehen ihre Schuhe nicht aus. Hater von der Straße, sie können weiter labern, doch du weißt, ich sage niemals aus. Deutscher Rap sind alles Wannabes, ein Tag in meinem Leben und du machst Suizid. Mein Leben ist mit deinem Bein im Knast und mit dem. Boah, ist das ein kranker Beat, Alter, Symes. Symes got that secret sauce. Oh, Junge, der Beat macht mich fertig. Anderin in einer Hotelsuite. SEK in meiner Wohnung, diese Hurensöhne, sie ziehen ihre Schuhe nicht aus. Hater von der Straße, sie können weiter labern, doch du weißt, ich sage niemals aus. Deutscher Rap sind alles Wannabes. Boah, da krieg ich so ein bisschen. Das ist nicht Tourette, ne? Aber wenn man so rumzappelt die ganze Zeit, Alter. Ein Tag in meinem Leben und du machst Suizid. Mein Leben ist mit deinem Bein im Knast und mit dem anderen in einer Hotelsuite. Run up on me, I'ma smoke his ass like the motherfucker was a cigarette. Fuck the bitch, then I send her home in an Uber pool, not an Uber X. Bitch, I'm ballin', feel like Shaq West. Bad bitch, lickin' my chest. Load a chopper, leave a nigga wreck. I'm a savage motherfucker when I'm off the X. Ratchet motherfucker, fuckin' on your ex. Pill poppin' motherfucker like I'm Dex. Disrespectful motherfucker, break up with the bitch, send her through a text. I got up in his ass. Boah, Junge, ey.
Boah, ich kann gar nicht mehr aufhören, mit dem Kopf zu nicken, Alter. Das ist ja geistesgestört. Holy shit. Und ich finde auch, ja, Smoke, Alter, diese Stimme, Junge. Krasser Typ, Alter. Trotzdem muss ich sagen, Flair Bombe, Alter. Flair hat mir auch sehr gut gefallen. Schön nach vorne, schön straight durchgeflowt. Man könnte auch natürlich die andere Seite wieder sagen, es klingt sehr monoton, aber ich finde, es passt perfekt. Es passt. Hat für mich nichts mit monoton zu tun, weil, ich meine, kriegt es einfach mal hin, diese gleiche Tonlage, die er die ganze Zeit hat, irgendwie zu treffen. Ne? Die ganze Zeit immer wieder so zu reden und dann auch nie wieder mit der Stimme irgendwie hoch oder runter gehen. Das ist gar nicht mal so einfach, auch wenn ihr es versucht, es ist ziemlich an... Ich finde das mega anstrengend, Alter. Boah, Junge, ey. Da muss ich aber mal ganz kurz hier rein, ne? Da müssen wir aber mal ganz kurz in die Pump-Playliste was ziehen, ne? Holy Junge. Wow. Lil Perp got strippers at the door, man. SEK in meiner Wohnung, diese Hurensöhne, sie ziehen ihre Schuhe nicht aus. Hater von der Straße, sie können weiter labern, doch du weißt, ich sage niemals aus. Deutscher Rap sind alles Wannabes, ein Tag in meinem Leben und du machst Suizid. Mein Leben ist mit deinem Bein im Knast und mit dem anderen in einer Hotelsuite. SEK in meiner Wohnung, diese Hurensöhne, sie ziehen ihre Schuhe nicht aus. Hater von der Straße, sie können weiter labern, doch du weißt, ich sage niemals aus. Ich weiß, warum ich so einen Kopfnicker die ganze Zeit habe. Wegen dieser Melodie. Dun, 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 dun. Und das Ganze ist so im Takt, Alter, dass man eigentlich zu der Melodie die ganze Zeit seinen Kopf rechts und links bewegen kann. Das Geist ist gestört. Ein Tag in meinem Leben und du machst Suizid. Mein Leben ist mit deinem Bein im Knast und mit dem anderen in einer Hotelsuite. Habe ich den Beat gefühlt. Holy shit. Boah, das war anstrengend.